4 Grün in der Stadt, Reintegration der Natur in die bebaute Umwelt als Stützpfeiler nachhaltiger Lebensqualität. Dieses Grün in der Stadt haben wir im Koalitionsvertrag drin. Und es war also eine wirklich schwierige Situation, das da auch reinzubringen. Und ganz ehrlich, wir wurden also in unserer Fraktion auch leicht belächelt, dass wir jetzt anfangen mit Grün in der Stadt. Und die meinten natürlich oder so, oder wir mussten jedes Mal betonen, wir meinen nicht Grüne in der Stadt, sondern im Gegenteil. Wir finden diese Lebensqualität, die durch Grün in eine Stadt reinkommt oder in eine Bebauung reinkommt, eben einfach als Aspekt ganz, ganz wichtig und wollen versuchen, das langfristig so hinzukriegen, dass man die ganze Thematik zusammen denkt. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Die Urbanisierung der Gesellschaft schreitet voran. 2030 werden weltweit ca. 5 Millionen Menschen in Städten leben. Die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen kann man gerade in den großen Städten beobachten. Und seit einigen tausend Jahren bemühen sich Stadtplaner darum, darauf die richtigen Antworten zu finden. Herr Gedaschko hat heute schon gesagt, also die Gartenstadt ist ja eine ganz, ganz alte Geschichte. Und auch die Gründerzeitviertel sind auch so, dass man die bildlich vor Augen hat, wie so eine Stadt da aussah. Und dazu gehörte natürlich dann auch Grün und Parks und so etwas dazu. Dem ökonomischen Vorteil der baulichen Verdichtung stehen meist ökologische und soziale Nachteile gegenüber. Eine Verdichtung der Stadt, wenn man da nur, sei jetzt Stein und Beton, sich anguckt oder so, kann nicht lebensfreundlich sein. Wir wollen uns in diesem Podium der Frage stellen, ob und wie es gelingen kann, den ökologischen Nachteil zum Ausgleich zu bringen und gar partiell in einen ökologischen oder auch sozialen Vorteil zu verwandeln. Also genau das Ganze umdrehen. Grün in der Stadt ist nicht nur stark im Kommen dann als Überschrift, sondern gibt eben einen qualitativen Aspekt, den wir unbedingt mit berücksichtigen müssen. Die Bürger wollen das. Sie engagieren sich auch oft für die Grünfläche vor ihrer Haustür. Und sei es nur, dass sie ein paar Primelchen dahin pflanzen, damit es nicht ganz so öde ist. Auch die Stadtplanung hat die Fähigkeiten der Garten- und Landschaftsarchitektur wiederentdeckt. Kleine Grünanlagen entstehen immer häufiger dort, wo man sie eigentlich gar nicht erwartet hat. Natürliche Fluss- und Bachläufe werden wieder in die Stadt geholt. Urban Gardening ist der aktuelle Kampfbegriff einer Bewegung, die dem Schrebergarten im Verein dieses ganz traditionelle Milieu ablöst und ein alternatives Modell gegenüberstellt. Und ich bin sehr froh, dass Herr Vollmann von Neuland hier ist, weil das eigentlich diesen modernen Aspekt auch zeigt und auch diesen integrativen Aspekt da ganz besonders betont. Lassen Sie also uns gemeinsam darüber diskutieren. Die Fachkompetenz dafür sitzt also nicht zu meiner Linken und zu meiner Rechten nur, sondern natürlich sind Sie da auch mit gefragt und besonders vorstellen. Aber zuerst möchte ich hier meine Podiumsgäste, das ist Herrn Vollmann, habe ich schon angesprochen, von Ihnen aus gesehen, von mir aus links. Der Herr Menke sitzt mir auf der linken Seite, von Ihnen aus rechts. Jens Spanier sitzt daneben, irgendwann war er mal in Höxter und war dort an der Uni Paderborn und wir hatten in Höxter an der Uni Paderborn, ich komme aus Höxter, nur so als Aperçu, hatten wir die Umwelttechnologie und die Landschaftspflege da und ich war zu der Zeit dort im Stadtrat in Höxter in so einer relativ kleinen, übersichtlichen Stadt. Und wir haben uns als Kommunalpolitiker immer geärgert, weil jedes Mal, wenn wir da nur irgendwas im Baubereich oder planerischen Bereich bedachten, war irgendeiner, der dazu eine Diplomarbeit schrieb und das Ganze zog sich wahnsinnig in die Länge. Aber er war nicht schuld, hat er mir gerade gesagt. So. Professor Dr. Christian Ulrichs ist Leiter des Fachgebiets Urbane Ökophysiologie der Pflanzen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Harald Herrmann hat einen ganz besonderen Lebenslauf, den finden Sie da drin. Er ist mal bei der Bundeswehr angefangen, das finde ich so total spannend. Und jetzt ist er Direktor und Professor des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung. Meine Herren,
Ich würde sagen, ringfrei zur ersten Runde. Wir machen es einfach so, wie wir es gerade auch im großen Bereich gemacht haben oder in den anderen Podien, dass Sie ein kurzes Input geben, wirklich kurz, weil wir haben ja ein bisschen verkürzte Zeit. Und ich würde vorschlagen, Herr Herrmann, dass Sie anfangen, weil Sie da gerade so schön außen sitzen. Ja, vielen Dank, Frau Dott. Spannungsfeld Grün in der Stadt, das ist wirklich eine passende Überschrift, denn es ist kein Soft-Thema, wie man vielleicht denken sollte. Und wie Sie eben gesagt haben, es wäre fehl am Platz, dieses Thema zu belächeln. Wir brauchen grüne Städte. Was für ein Unsinn. Das hat in der Welt gestanden im letzten Jahr. Dankwart Guraj hat das gesagt. Und in der Frankfurter Rundschau hieß es, Gärtnern in der Stadt ist hochpolitisch. Wer die Bewegung verniedlicht, versperrt sich selbst den Blick auf den gesellschaftlichen Wandel, der längst im Gange ist. Das zeigt so diese beiden Statements, so das Spannungsfeld ein bisschen auf, in dem wir uns da bewegen und in dem sich das Ganze abspielt. Und es ist in der Tat auch der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, denn dieses Spannungsfeld wird ja noch ganz besonders verschärft durch die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, nach Verdichtung in den Städten. Es wird verschärft durch Ressourcenabbau bei den Kommunen. Also man merkt, das ist nicht so ein Thema, was man mal so nebenbei irgendwie mit leichter Hand bearbeiten kann. Das sind harte Fakten, um die es hier geht. Und es ist eine Frage, das ist ja eben auch schon im großen Plenum auch angesprochen worden, wie sollen unsere Städte von morgen aussehen? Und diese Frage entscheidet sich eben jetzt. Und das darf auf keinen Fall überlagert werden. Die Gefahr besteht ja durch die Diskussion, die Situation, die wir jetzt haben mit den Menschen, die zu uns kommen, sondern wir müssen auch weiterdenken. Und deswegen finde ich das richtig, dass wir hier an dieser Stelle sind und dass die Politik das tut. Und wir haben zwei Bereiche, ich habe im Grunde genommen im Auge zu behalten. Auf der einen Seite die Städte, in denen immer mehr Menschen ziehen. Es wird eng, es geht um Nachverdichtung. Das geht sicherlich auf Kosten oder die Gefahr besteht von grünen Bereichen. Und auf der anderen Seite haben wir Regionen und Städte, wo die Menschen wegziehen, wo es Brachen gibt, wo Leerstand ist. Und auch da gibt es Bedarf, darüber nachzudenken, was passiert mit diesen Brachen, mit diesen Leerständen, was passiert mit einer Verödung, die dann droht. Also auch da ist Grün in der Stadt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Diese beiden Facetten muss man sehen und im Auge behalten und beides betrachten. Vielen Dank, Herr Herrmann. Auch danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Kölner Neuland, das ist ein Garten in der Kölner Südstadt oder im Süden Kölns, den ich hier vertreten darf. Und ich möchte aber ein bisschen für die Stadtgärtner-Szene so im Allgemeinen sprechen. Und ich denke, wir Stadtgärtner, wir verstehen die Gärten oder das Grün insbesondere als soziales und als produktives Grün. Einige von uns auch als politisches Grün, um die Worte von Professor Herrmann aufzugreifen. Aber es ist auf jeden Fall, diese Gärten sind ein Instrument, um Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen eigentlich zusammenzubringen. Und es ist nachweislich viel darüber geschrieben worden, dass diese Gärten den Zusammenhalt im Stadtteil fördern und insbesondere eben so einen multifunktionalen Raum schaffen, wo sich Menschen eben austauschen können, aber auch ausprobieren, experimentieren können. Und auf der anderen Seite ersetzt es natürlich auch zu einem gewissen Punkt irgendwie den häuslichen Garten oder ist der Schrebergarten 2.0. Wir sprechen auch immer bei uns im Garten vom Wachstum 2.0, wenn wir von unserem Garten sprechen und sehen, wie der sich verbreitert hat, also dieses produktive Grün. Und ich glaube, der Schrebergarten ist da eigentlich die Zukunft. Der Gemeinschaftsgarten ist da ganz klar die Zukunft. Das Paradebeispiel, wie vielleicht in der Zukunft produktives und soziales Grün miteinander verbunden werden können. Und der Gemeinschaftsgarten soll Menschen aktivieren, sich wieder politisch zu engagieren. Also ein Stück Stadt nach den eigenen Vorstellungen zu bauen, mit den eigenen Händen, in der eigenen Erde. Und das ist eigentlich so das, was wir mit dem Projekt in Köln machen und wo wir auch auf eine Verstetigung hoffen, dass diese Gärten nicht nur als Zwischennutzungskonzept sich für ein paar Jahre etablieren dürfen und dann werden sie vertrieben in gewisser Form. Die Beispiele kennen wir hier aus Berlin von Prinzessinnengärten, die lange gearbeitet haben und wir arbeiten auch daran, und versuchen uns eben aktiv in Planungsprozesse einzubringen und ein Stück von der sogenannten neuen Parkstadt Süd in Köln zu werden. Danke. Vielen Dank, Herr Vollmann. Wir machen gleich hier so weiter. Herr Menke.
Vielen Dank. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier einen kleinen, hoffe ich, interessanten Input geben zu können. Mein erster Satz soll sein, es geht nicht um ein Zurück zur grünen Stadt. Nicht im Sinne von zurück, sondern die Stadt der Zukunft ist anders, als die Städte der Vergangenheit waren. Wir haben ein paar Aspekte vorhin schon im anderen Forum gehört. Ich möchte nur drei Stichwörter nennen. Es gibt einen übrigens europaweit, ja weltweiten Zuzug in Städte. Das heißt, wir haben viel mehr Dichte notwendig und darin stecken Chancen, aber auch Probleme. Chancen beispielsweise, was energetische Fragen angeht, was Transportfragen angeht. Wir haben zweitens eine neue Situation infolge des Klimawandels, der natürlich in Städten, die ohnehin schon angespannte Klimasituation haben, sich verstärkt auswirkt. Grün als Instrument in der Stadtklimatologie ist zwar nicht neu, aber gehört neu gedacht und neu geplant. Und ein dritter Aspekt, den ich vielleicht ganz plakativ vorstellen kann mit der Feststellung, die nicht von mir stammt: Es gibt in Berlin mehr Nachtigallen als in ganz Bayern. Es gibt in Berlin mehr Nachtigallen als in ganz Bayern. Ich will sagen, so wie Naturräume draußen aussehen, entwickeln sich Städte als Zufluchtsorte für Tiere und Pflanzen. Wir haben eine höhere Artenvielfalt in Städten als draußen. Auch darin steckt eine Verantwortung. Es geht dabei also um Lebensräume für Menschen, primär, selbstverständlich. Wenn wir von Städten sprechen, und dann geht es um die Art, wie sie wohnen, aber auch, wie sie Natur erleben sollen, wie sie ihre Freizeit verbringen können, wo sie Sport treiben sollen. Und dann sind wir beim vierten Aspekt, den ich ansprechen will, nämlich Demografie. Das wurde vorhin schon angesprochen. Die Menschen werden, und ich hoffe, das gilt für uns alle auch, werden älter und sind länger beweglich. Auf der anderen Seite brauchen sie bei kleiner werdendem Wohnraum den Freiraum als Lebensort, und der Freiraum muss eine bestimmte Qualität haben. Das vielleicht nur als kurzes Statement, was den Wert von Grün und die Bedeutung von Grün angeht. Auf der anderen Seite gibt es ein großes Problem im Zusammenhang mit der kommunalen Finanz. Die Kommunen stehen überall unter Sparzwängen, die sich unter anderem natürlich auch in den Investiven, aber vor allen Dingen, was das Grün angeht, in den Pflegehaushalten niederschlagen, mit schon heute sichtbaren Problemen. Da treffen zwei völlig unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Wenn man einerseits anerkennt, der öffentliche Raum wird wichtiger, insbesondere der Grün- und Wasserraum wird wichtiger, auf der anderen Seite, er ist so nicht zu finanzieren, dann ist klar, an welchen Stellen etwas geändert werden muss. Ich hatte das Vergnügen, heute am Vormittag schon auf der Bautech auf einer Veranstaltung zu sein, wo ein Satz fiel, den ich hier einfach nur wiedergeben möchte. Wir müssen wegkommen beim Thema Grün in der Stadt von einer kostenorientierten hin zu einer leistungsorientierten Betrachtung. Die kostenorientierte Betrachtung führt dazu, dass man sagt, das Grün kostet x Euro in der Anschaffung und dazu kommen Y Euro in der regelmäßigen Pflege. Hochgerechnet auf die Jahre kann man dann sich Kosten natürlich relativ transparent vorstellen. Auf der anderen Seite die Leistungen, über die wir garantiert nicht verschiedener Meinung sind, sind nur bedingt monetär darstellbar. Und da steckt ein großes Problem in der politischen Kommunikation drin, beziehungsweise auch in der Umsetzung in den Kommunen, sprich in den Stadtparlamenten, denn da passiert's. Dass wir dort es schaffen, und das wäre mein größter Wunsch an die Politik auf Bundesebene, über die Länder bis in die Kommunen hinzukommen zu einer anderen Betrachtungsweise, die dann wirklich neu ist und uns in die Lage versetzt, das Grün in der Stadt in einer ihm angemessenen Weise zu sichern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Menkel. Auch danke für die Kürze. Herr Spanier, 200 Jahre nach Linné. Jetzt sind Sie dran. Vielen Dank. Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, DGGL, sie setzt sich seit mehr als 125 Jahren als Verband, als unabhängiger Verband für Grün ein. Und das, an diese Tradition knüpfen wir an und wir setzen uns auch heute für Grün in der Stadt, für gestaltetes Grün ein.
Und die aktuelle Diskussion, die wir derzeit zu grünen Freiräumen haben, die finden wir deshalb wichtig. Das ist heute Morgen auch schon immer wieder gesagt worden, weil die sozialen Herausforderungen in unseren Städten größer werden, die Dichte der Besiedlung zunimmt und sich auch die Nutzungen ändern. Aber beschäftigen wir uns heute mit Grün, dann stehen meistens ökologische und soziale Aspekte im Vordergrund. Das ist angesichts der Themen, die wir haben, Klimawandel und der gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, auch richtig. Aber aus unserer Sicht gibt es noch einen dritten Aspekt. Anspruchsvolles und gestaltetes, gepflegtes Grün steigert Lebensqualität, fördert Gesundheit und ist auch Standortfaktor. Damit kommt zu diesen sozialen und ökologischen Dimensionen noch eine dritte Dimension, nämlich die ökonomische, hinzu. Dies gilt für neu gestaltete genauso wie für historische Anlagen. Historische Anlagen, große Anlagen wie der Tiergarten zum Beispiel hier in Berlin, der Englische Garten in München oder die Herrenhäuser Gärten, sind wichtige Bestandteile unseres kulturellen Erbes auf der einen Seite, aber andererseits auch ein großes touristisches Potenzial. Und um eine hohe Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten auch zukünftig zu sichern, brauchen wir eine qualifizierte Pflege des Grüns. Hierfür bedarf es den richtigen politischen Rahmenbedingungen, die richtigen planerischen Ansätze, die erforderlichen Fachkräfte, was ganz wichtig ist aus unserer Sicht, die richtigen und notwendigen finanziellen Ausstattungen dazu und nicht zuletzt auch das gesellschaftliche Bewusstsein, über das heute Morgen ja auch schon gesprochen worden ist, dass Qualität von Grün in der Stadt auch eine große Bedeutung hat und dass das Grün auch gepflegt und qualitativ hochwertig sein soll. Wir sehen gestaltetes Grün als ein Kernelement für eine funktionierende und lebenswerte Stadt. Also mein Plädoyer sehr stark auch für die Pflege, nicht nur für die Anlage von Grün, sondern auch für die Pflege von Grün zu stehen. Das ist das, was wir gerade in Nordrhein-Westfalen noch in vielen Städten sehen. Anlagen werden geschaffen, aber es fehlt am Ende an Pflege und damit geht ein Stück an Lebensqualität und damit auch ein Stück an Standortfaktor verloren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spanier. Und jetzt Professor Ulrichs. Ich glaube, Sie müssen zuerst einmal erklären, was ist Ökophysiologie der Pflanzen und was hat das mit 2050 zu tun? Was ist so Ihre Zielsetzung oder Aufgabe? Ja, herzlichen Dank, Frau Dött. Ökophysiologie der Pflanzen ist so ein typischer Wissenschaftsbegriff, der sicherlich nicht ganz so eingängig ist. Ich hätte mir das auch etwas anders gewünscht bei meinem Ruf, aber das war so vorgegeben, sage ich mal vorsichtig. Die Ökophysiologie ist eine Unterdisziplin der Biologie. Da geht es um die Interaktion von Organismen mit ihrer Umwelt. Und in dem Fall beschäftigen wir uns eben mit Pflanzen in der Stadt, wie weit sich Pflanzen, wie weit die eingesetzt werden können, als auch wie weit sich Pflanzen im Anbau eigentlich durch die städtischen Klimabedingungen etc. verändern. Deswegen komme ich auch mit meinem kurzen Statement zum ganz auf einen ganz anderen Aspekt als Herr Menke oder Herr Spanier, wobei an Herrn Menke so ein bisschen anschließend vielleicht. Die Bedeutung von grüner Infrastruktur, gerade in Bezug auf die sozialen Funktionen, auf Wohnqualität, Freizeitgestaltung, das soziale Zusammen, das ist, glaube ich, uns allen relativ gut bewusst. Aber Grün in der Stadt hat eben eine ganze Menge mehr Funktionen. Angesprochen wurde ja dieser ganze Hype um das Urban Gardening. Ja, und Wissenschaftler arbeiten, sage ich mal, so auch meine Gruppe, bereits jetzt daran, wie können Grünsysteme eigentlich aussehen für die Stadt 2050. Da müssen Pflanzen nämlich viel mehr. Die müssen einmal natürlich angepasst sein an die dann herrschenden Klimabedingungen. Auch das ist so ein Thema, was wir haben, an die dann gegebenen städtischen Bedingungen. Aber sie müssen weitere Funktionen erfüllen. Ja. Wir nennen das also funktionelle Pflanzen. Das heißt, sie müssen das Mikroklima positiv beeinflussen. Sie müssen Feinstaub filtern, die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln in der Stadt ermöglichen, solche Systeme. Belastete Böden aufreinigen, helfen, Wasserkreisläufe zu schließen und sauber zu halten. Wärme speichern, den Wirkungsgrad von technischen Systemen, so wie Solarpanel zum Beispiel, erhöhen, um nur einige zu nennen. Also die Zukunft der Stadt, sag ich mal, ist sicherlich durchgrünt. Es gibt so einen Bereich, der ganz oft angesprochen wird und wo ich auch immer wieder Anfragen aus der Politik bekomme. Da geht es tatsächlich dann um diese urbane Lebensmittelproduktion. Und ich reise sehr viel in meinem Beruf, ja, und dann sehe ich häufig ganz stolz in Paris, in Singapur, in Korea, ja, dass mich Leute auf ein Dach, Flachdach führen, mir dann drei Töpfe zeigen und sagen, ja, die ganzen Menschen, die hier im Bürohaus arbeiten, die kommen dann hier in ihrer Kaffeepause hoch und können sich an den Tomaten erfreuen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist auch nicht das, wo es hingehen soll.
Man muss da, glaube ich, ganz klar unterscheiden. Jede Stadt hat ihre eigenen Bedürfnisse, was funktionales Grün angeht. Und es mag schon sein, dass es irgendwo Städte gibt, in denen auch urbane Lebensmittelproduktion mal eine große Rolle spielt. Aber ich sehe das nicht als Schwerpunkt für Deutschland. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, diese Funktion, was das Klima angeht und die Lebensqualität zu verbessern. Das ist durchaus eine Sache, die eine Rolle spielt. Und da kann es dann aber auch sein, dass es Zwischennutzungseffekte sind. Dass es kleinskaliert ist, dass man die Sachen integrieren muss, smart integrieren muss. Und da gibt es eine ganze Menge an Anträgen, die zirkulieren. Und ich würde mir natürlich jetzt, wenn ich das als letzten Satz sagen darf, ja, ich würde mir wünschen, dass gerade auch seitens der Politik, jetzt brauchen wir mal so ein Upscaling. Jetzt muss endlich mal der Mut her und es muss eins von diesen großen Projekten gefördert werden. Das kann Vita City sein, das kann Morgenstadt sein. Brickborn Farming, Smart Food Evolution, also es gibt ganz viele Anträge, aber im Moment fehlt noch der Mut, das mal tatsächlich durchzudenken und zu fördern. Aushören können bei Professor Ulrich, dass er sie nicht für voll nimmt. Aber ich habe sie auch gar nicht so verstanden. Ich habe sie auch gar nicht so verstanden, als wollten sie jetzt die Weltbevölkerung ernähren, sondern eher so im Sinne von Erlebniskultur und dass man eben welche trifft und gemeinsam etwas macht und gemeinsam mehr Verständnis für ökologische Zusammenhänge sieht im Bereich des Pflanzen. Ich glaube, so war eher ihre Intention. Ja, absolut. Also von uns in dem Projekt und jeder, der da vorbeikommt, der kann das bestätigen. Dem erzählen wir das auch nicht, dass wir uns aus diesem Garten selbst ernähren können. Das war auch nie das Ziel von dem Projekt, sondern es ging immer von Anfang an darum, auf gewisse Dinge hinzuweisen, Wissen zu vermitteln und dieses ganz, ganz niederschwellig in die Bevölkerung, wir kommen da ja selber her, aber in die Nachbarschaft hineinzutragen, das war die Idee. Auf der anderen Seite, wer aus so einem Garten mal eine Tomate mit nach Hause genommen hat oder von dem Dach, der erinnert sich wahrscheinlich doch noch daran, dass das doch ein gewisses anderes Erlebnis war. Ob sie anders schmeckt, weiß ich nicht, aber es steckt da viel Arbeit drin. Und das hat man, das nimmt man mit nach Hause. Und dieses Gefühl hat man dann. Und das lässt einen darüber nachdenken, beim nächsten Einkauf, was ich denn kaufe und wo es herstammt. Und das war das Ziel, wo wir hin wollten. Oder bauen Sie etwas an und beobachten das dann oder bringen das mit verschiedenen anderen Geschichten zusammen? Wie macht man sowas? Frau Vollmer, darf ich noch einen Satz vorher ganz kurz zu Herrn Vollmer sagen? Also ich nehme ihn natürlich ernst, aber er hat eine andere Aufgabe. So, dass ich ihn reize. Ich weiß schon. Ich finde es ja gut, wenn wir auch ein bisschen kontrovers diskutieren. Das hatte mich gefreut, wenn wir noch ein bisschen kontroverser zusammengesetzt gewesen wären, muss ich gestehen. Aber wie machen wir das? Wir haben natürlich Vorhersagen, wir haben Prognosen und können uns vorstellen, wie sich bestimmte Entwicklungen in der Stadt, gerade was das Klima angeht, wie sich das entwickeln wird. Wir kennen die klassischen urbanen Stressoren, die für Pflanzen eine Rolle spielen. Und das allererste, was wir machen, sind natürlich Selektionen. Wir schauen uns an aus den gebietsheimischen Pflanzen vor allem, was ist dort, was gibt es da für einen Genpool, welche von den Pflanzen sind vielleicht adaptiert für zukünftige Sachen und nutzen die dann, um die weiter zu vermehren oder Eigenschaften zu züchten. Aber das ist, glaube ich, nur so ein Teil des Ganzen. Es geht oft um die Kombination und auch oft darum, dass wir viele Sachen gar nicht kennen. In dem Panel heute Morgen gab es Green City Solutions, die sagen, sie haben ja so einen Ansatz, wo sie sagen, sie wollen die Luft reinigen. Ne? Und wir schauen jetzt, welche Pflanzen eignen sich dafür eigentlich und macht das Sinn oder ist da viel überbewertet? Wenn man so in die Forschungsliteratur geht, ja, dann muss man sagen, da hat dieser Hype sehr viel bewirkt, aber es ist auch sehr viel Blödsinn publiziert. Also rein aus naturwissenschaftlicher Sicht kann man vielen Sachen überhaupt nicht folgen. Ja? Und wenn ich dann lese, ein Fikus im Innenraum und das macht jeden Raucher glücklich, weil der Fikus filtert das ganze Nikotin aus dem Raum. So, und dann kommt der Nächste und macht denselben Versuch und hat den Fikus weggelassen, nur den Topf hingestellt. Ja, und kommt zu den gleichen Ergebnissen. Dann sage ich, was ist das? Warum wird sowas publiziert? Ne? Warum hat dann nicht mal einer nachguckt, was passiert wirklich? Und ich glaube, das sind die Sachen, das ist die Aufgabe der Wissenschaft natürlich, hier manchmal auch den Finger in die Wunde zu legen. Vielen Dank, Herr Dr. Ulrich. Sie hatten ja gesagt, dass wir überlegen, dass man Pflanzen
oder dass man perspektivisch überlegen muss, dass man, wie setzt man Pflanzen gezielt ein, um eben dadurch eine Lösung für verschiedenste Sachen herbeizuführen. Also dass Pflanzen quasi eine Funktion erfüllen müssen, so haben Sie das genannt. Und Herr Menke, wir hatten gestern Abend eine Veranstaltung, wo es also um Bäume geht. Wie sehen Bäume? Und da gibt es auch so verschiedene Untersuchungen, welche Bäume sind in der Stadt sinnvoll, welche nicht und welche sind perspektivisch sinnvoll, je nachdem, wie sich das auch das Klima in der Stadt ändert. Und was ich von gestern noch mitgenommen habe, ist, dass also geschickte Baumpflanzung jetzt einfach mal so ein Klima innerhalb einer Stadt, und wir reden ja heute über Großstädte hauptsächlich oder so, das Klima in dieses Aufheizen dieser Stadt um 10 Grad niedriger machen können. Das ist natürlich für eine älter werdende Bevölkerung ganz, ganz toll, weil sonst kriegen die immer Schlaganfälle oder Herzinfarkt oder wie auch immer. Herr Menke. Ja, es ist immer schwierig, an so einer Stelle mit Zahlen zu arbeiten. Also diese Zahl 10 Grad ist wahrscheinlich eine, wo Herr Ulrich sofort sagen würde, naja, ich habe aber auch Untersuchungen, da sind es nur 6,5 Grad. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Nichtsdestotrotz, es steht, glaube ich, außer Frage, dass Grünflächen, auch Bäume in Städten, positive Wirkungen haben aufs Stadtklima. Dabei geht es um Schatten. Dabei geht es natürlich darum, dass Grünflächen Wasser aufnehmen können und kontrolliert verdunsten können und damit Auswirkungen haben auf Luftqualität und auch Temperatur, denn Verdunstungskühle, kennen Sie alle, ist wirksam. Das sind keine neuen Erkenntnisse, sondern das sind Erkenntnisse, die schon heute in der Praxis bedeutsam sind. Ich kann Ihnen sagen, dass in Düsseldorf, wir sitzen mit der Stiftung in Düsseldorf, bei der Planung für den richtigen Standort für ein Altenheim die Frage natürlich ist, wie wird denn dort in 10 und in 20 und in 30 Jahren die Temperaturentwicklung sein? Sprich, die Hotspots, die wir alle kennen, sind natürlich die falschen Standorte für ein Altenheim und sind auch die falschen Standorte für eine Schule oder für einen Kindergarten. Eigentlich sind das die falschen Standorte für jegliches menschliches Leben, aber man muss da natürlich Prioritäten setzen oder in der Städteplanung versuchen, Einfluss zu nehmen. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt, wenn Sie erlauben, dazu nehmen. Wir haben ja eine große Vielfalt an Pflanzen, theoretisch jedenfalls, zur Verfügung, heute schon. Wir wissen heute schon, dass die Bäume, Sie hatten konkret nach Bäumen gefragt, die in Städten stehen, jedenfalls nicht alle, die Bäume der Zukunft sein werden. Wir haben zu tun mit neuen Krankheiten und Schädlingen, die sich im Zuge der Globalisierung, aber auch der Klimaveränderung hier etablieren. Sie, wenn Sie hier in Berlin unterwegs sind, kennen beispielsweise mindestens das Schadbild an Kastanien, die schon im frühen Sommer das Laub verlieren. Dahinter steckt eine Motte und eine in deren Folge angreifende Pilzkrankheit. Die gab es vor 30 Jahren in dem Stil noch nicht. Die hat sich in Europa überall etabliert. Das ist nur ein Beispiel, es gäbe mehrere zu sagen. Die Baumschulwirtschaft beispielsweise ist ja diejenige, für die das eine existenzielle Frage ist. Was wird denn in den nächsten 20 und 30 Jahren an Bäumen in Städten gebraucht? Insofern würde es Sie nicht wundern, dass die Baumschulwirtschaft schon seit einigen Jahren dabei ist, Sortimentsentwicklung zu betreiben und zu schauen, welche Pflanzen halten es denn aus in Städten. Und die suchen im Moment schwerpunktmäßig im kontinentalen Klima. Kontinentales Klima, was bedeutet, die können kalte Winter aushalten, die können aber auch heiße Sommer aushalten, die können längere Trockenperioden aushalten. Das sind auch Aspekte, die eine Rolle spielen. Wenn wir alle, glaube ich, uns einig sind, wir brauchen Bäume in Städten, die können die eben aufgezeigten oder angedeuteten Leistungen erbringen, dann ist die zweite Frage, welche sind es? Und die dritte Frage, die ich auch nur kurz ansprechen möchte, ist die, wie müssen wir denn die Pflanzen in Städten ausstatten? Der Raum wird immer enger, der zur Verfügung stehende Pflanzraum wird enger. Ja, auch der Wurzelraum wird kleiner, weil es eine Vielfalt von anderen Nutzungen im Erdreich gibt und die Leitungen jeder Art, und es wird auch alle paar Jahre eine neue Art von Leitung gebraucht und dann müssen plötzlich Glasfaserkabel verlegt werden und wieder geht ein Teil des Wurzelraums verloren. Ich will sagen, der Anspruch an diejenigen, die die Bäume in die Städte stellen, wird auch immer höher. Herr Spanier hat vorhin das Stichwort Qualifikation angesprochen. Wenn ich den Bogen noch mal spannen darf, und Sie wissen, dass es in vielen Kommunen
erheblich reduzierte Grünflächenämter gibt, personell wie finanziell wie von der Ausstattung her, dann heißt das, wir brauchen an der Stelle auch neue Modelle. Da gibt es natürlich Branchen, der Garten- und Landschaftsbau ist eine Branche, die an der Stelle mit Kompetenz und Kapazitäten aushelfen kann. Aber wir sind ganz schnell wieder bei der Frage der Finanzierung. Wie soll das alles funktionieren? Vorhin wurde in der anderen Diskussionsrunde das Beispiel Hamburg angesprochen, Hafen City. Wenn Sie da mal sind oder da schon waren, dann werden Sie sehen, dass alle Pflanzen, die da stehen, am Tropf hängen. Die haben keinen natürlichen Lebensraum. Weder die Rasenflächen noch die Bäume und die wenigen Sträucher, die es da gibt, die sind alle im Wortsinn am Tropf. Und das ist auch, glaube ich, die Zukunft der Pflanzen in der Stadt. Vielleicht, Herr Professor Ulrich, wir brauchen da neue Technologien, um den enger werdenden Raum sinnvoll zu bespielen. Hamburg hat vor 2 Jahren eine Strategie ausgerufen zur Dachbegrünung, wo sie wieder angefangen haben, Dachbegrünung zu fördern. Natürlich nicht aus reiner Langeweile oder wegen Budgetüberschüssen, unterstelle ich mal, sondern weil sie den einzigen noch zur Verfügung stehenden Raum in den hochverdichteten Innenstädten natürlich auf Dächern und an Fassaden sehen und nutzen wollen. Auch da braucht es neue Sortimente, da braucht es andere Pflanzverfahren, da braucht es andere Substrate. Ich will sagen, das ist ein recht großes Rad, das da gedreht werden muss. Vielen Dank, Herr Menke. Bevor wir in die Publikumfragestellung reingehen, möchte ich noch Herrn Spanier noch mal darauf ein bisschen befragen. Einmal, fast 3/4 der Deutschen nutzen städtische Grünanlagen. Gibt es eine Umfrage mehrmals im Monat und nur 7% nie. Also ist das doch irgendwie schön. Und wenn ich dann bei großen Bauunternehmen bin, zu Anfang der Legislaturperiode und dann über Grün in der Stadt geredet habe oder zumindest gesagt habe, dass mir das auch wichtig ist, wurde ich immer mit großen Augen angeguckt und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn Sie doch Wohnungen bauen, dann können Sie doch die besser vermieten, wenn man auf eine Grünfläche drauf guckt, als wenn man auf Beton drauf guckt. Also wenigstens ich suche mir meine Wohnung so aus, dass ich auch noch ein bisschen was Grünes habe. Und ich kenne eigentlich keinen, der das nicht so macht. Also ist doch die Wertigkeit der Immobilie dadurch höher. Also muss ich doch auch ein Eigeninteresse haben, dass das rundherum so ist, dass meine Wertigkeit, wenn ich investiere, höher ist. Also ich komme aus dem Geschäftsbereich. Ich würde wenigstens so denken. Das ist noch ein bisschen fremdes Denken inzwischen, wenn man das immer wieder sagt oder so, dann nehmen die das schon mal auf, um einfach nur freundlich zu sein, damit sie das dann auch mit angesprochen haben. Aber es wird alles so ein bisschen, kriegt mehr Bodensatz, sodass man darauf, denn es ist ja richtig so, Herr Spanier, und habe ich gelesen aus Ihrer Vita, Sie denken die Infrastruktur der Pflanzenversorgung ja auch mit. Denn wenn Sie in Parkanlagen denken, sage ich jetzt einfach mal, dann ist das heute nicht mehr so, dass Sie da jede Menge, so wie die Parks irgendwann mal vor 100 Jahren angelegt sind, Arbeiter reinschicken können, die auch möglichst wenig kosten. Wir haben zwar 1-Euro-Jobber, aber die müssen ja auch unter Kontrolle sein oder so. Also müssen Sie sich schon das Ganze ein bisschen technisch mit versorgen, also eine Infrastruktur quasi für diese Grünanlagen muss ja da sein. Und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen was von Ihnen hören. Ich würde noch gerne einmal daran anknüpfen, was eben diskutiert worden ist, das Thema Grün und Bäume. Da kommen wir nämlich dann auch zu Ihrer Frage. Das Thema Grün und Bäume ist etwas, womit ich mich intensiv beschäftige, weil ich nun in einer großen Parkanlage arbeite, die viele Bäume hat, die vor ziemlich genau 200 Jahren gepflanzt worden sind. Und wir sind in der Nähe von Düsseldorf. Wir haben den großen Sturm Ela dort gehabt letztes Jahr an Pfingsten. Und wir sind genau, wenn man diese Sturmkarte sieht, sind wir in der gleichen Sturmzone mit Schloss Diek, was etwa 20 Kilometer westlich von Düsseldorf liegt, sind wir in der gleichen Zone. Wir haben im Park gerade 5 Großbäume geschädigt gehabt. Und wenn man die Düsseldorfer Anlagen sieht, egal ob Hofgarten oder Benrath, dann waren die Schäden dort immens.
Jetzt fragt man sich, warum haben wir keine Schäden? Und die Gartenamtsleiterin der Stadt Düsseldorf war bei uns, hat sich's angeschaut. Und das hat tatsächlich mit Pflege und Entwicklung zu tun. Wir beschäftigen uns intensiv mit unserem Baumbestand, weil das unser Kapital ist, weil es viele Exoten sind, und machen seit vielen Jahren auch Fachveranstaltungen dazu und investieren sehr viel in Baumpflege. Wir haben fast alle Großbäume mit Entlastungsschnitten, mit Kronensichelschnitten versehen und haben deshalb kaum Sturmschäden. Also wir haben zwei Faktoren, die kommen zusammen. Zum einen Klimawandel, der letztendlich diese Stürme verursacht, und zum zweiten mangelnde Pflege, die dieses Thema noch verschärft. Und wir müssen sehen, dass die Bäume in den Städten in einer Infrastruktur untergebracht sind, die ja auch eigentlich erstmal baumfeindlich ist, indem wir ganz engen Wurzelraum haben. Das heißt, die Bäume sind ohnehin schon gestresst und dann nicht richtig gepflegt. Und das führt letztendlich zu solchen großen Ereignissen, wie wir sie eben bei uns im Ruhrgebiet, hauptsächlich in Düsseldorf und Essen, hatten. Damit sind wir eigentlich auch schon ein Stück weit bei Ihrer Frage. Wir müssen sehr intelligente Lösungen, glaube ich, entwickeln, wie wir mit Grün umgehen, welche Pflanzen wir auswählen. Da sind wir bei Ihnen natürlich. Die richtige Pflanzenauswahl ist wichtig, und das ist auch für die Wirtschaft nicht ganz einfach. Das ist ja schon angesprochen worden, die Baumschulwirtschaft. Wie geht sie damit um? Man hat vor einigen Jahren gedacht, oder vor 10, 15 Jahren hat man gesagt, die Platane ist der richtige Baum, weil er eben aus einem sehr resistenten, aus einem Klima kommt, wo er hier in unseren trockenen Städten sehr resistent ist. Das war europaweit so. Jetzt haben wir den Pilz in den Platanen, und die Baumschulen, die vor 10 Jahren angefangen haben, Platanen zu produzieren, haben jetzt Schwierigkeiten, diese Platanen auch in die Städte zu bringen. Also das sind Themen, die sind äußerst schwierig, und da müssen wir, glaube ich, sehr gute planerische Ansätze haben, sehr viel Forschung auch betreiben, um dann entsprechende Infrastrukturen, grüne Infrastrukturen in unseren Städten zu bringen. Letzter Satz noch dazu, was Sie gesagt haben, wie wichtig Grün, glaube ich, für die Bevölkerung ist und als Standortfaktor, das war ja auch mein Eingangsstatement, als Standortfaktor ist es wichtig, wenn wir uns in der Immobilienwirtschaft bewegen, dann ist das Faktor Grün, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir dort eine Wertsteigerung haben, wenn wir eine grüne Infrastruktur haben. Wir haben heute Morgen gehört, Wohnungen werden immer teurer. Das Beispiel München war da. Das heißt, der Wohnraum wird auch enger. Das heißt, ein Bedarf, nach draußen zu gehen, wird viel größer. Und daher kommen ja auch solche Initiativen wie Urban Gardening. Und das bürgerschaftliche Engagement ist uns sehr wichtig. Wir haben nicht nur Urban Gardening, sondern es gibt ja auch eine Tradition an alten Gartengesellschaften, die sich um Parks, Grün und Gartenanlagen kümmern. Und das sind nicht wenige in Deutschland, die großen Parkanlagen, die haben oft Tausende von Mitgliedern. Alles Menschen, die sich bürgerschaftlich für das Grün engagieren. Das ist auch etwas, was wir als DGGL sehr versuchen wollen zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt wollte ich noch einmal hier oben fragen, und dann kommen Sie sofort dran. Herr Herrmann, Sie sind ja im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Und das ist ja so eine Untergeschichte vom BMUB. Aber trotzdem sind Sie ganz selbstständig, und Sie sowieso. Genau. Und jetzt haben wir ja dieses Grünbuch Stadtgrün. Und jetzt wird ja ein Weißbuch entwickelt. Jetzt ein bisschen persönliche Frage. Welche Erfahrung machen Sie jetzt mit so einem Ministerium, was auf der einen Seite also so ein Ökoministerium ist und auf der anderen Seite jetzt ein Bauministerium ist, die untereinander natürlich auch diskutieren, um es vorsichtig auszudrücken? Welche Erfahrungen machen Sie jetzt bei der Arbeit an dem Weißbuch? Und in dem Weißbuch werden dann ja auch Empfehlungen sein für die Politik, die wir umsetzen wollen dann. Und ich hoffe, dass wir dann auch Mehrheiten dafür kriegen. Und es dreht sich dann letztendlich, ist dann vielleicht eine Erkenntnis da, aber irgendwo muss ich das Ganze ja finanzieren. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel Stadtbauprogramme mache oder sonst was, dann ist Grün immer an der Ecke. Also so was machen die aber nie mitgedacht. Nun haben wir ja vor 20 Jahren oder nee, ist noch länger her, vor 30 Jahren haben wir damals diskutiert oder so, wenn wir etwas bauen, dass wir die Kultur mitbeziehen, also Kunst am Bau, dass dann ein Prozentsatz also für diesen Bereich geht. Könnte man sich perspektivisch vorstellen und ist es vielleicht auch da angedacht mit, dass man in diese Stadtbebauungspläne, dass man, was ja finanziell unterlegt ist, einen gewissen Anteil dafür lässt, weil wir wirklich ja auch mit der Pflege dann perspektivisch, müssen wir ja irgendwo das Geld hernehmen. Und wir können ja nicht eine Bürgersteuer machen vor Ort oder so,
Baumpfennig oder wie auch immer. Das hört sich ja auch ein bisschen blöder an. Also Herr Herrmann, erzählen Sie mal ein bisschen. Also wenn ich ein bisschen was über den Weißbuchprozess erzählen kann. Wir haben ja mit dem Grünbuch angefangen, haben mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Darauf ist das Grünbuch entstanden, was die ganze Facette und die Vielfalt eben das, was in grüne Infrastruktur ist, ausmacht. Und in dem Weißbuch, was bis 2017 fertig sein soll und auch sein wird, sind in der Tat, werden Handlungsempfehlungen drin sein. Und wir werden feststellen und Diskussionen, und insofern ist es gut, wenn man so will, dass es in einem Ministerium stattfindet, genau die Spannbreite oder die Spannung, die ich am Anfang schon angesprochen habe, die wird sich natürlich auch da wiederfinden. Und das ist im Augenblick die Diskussion, die wir innerhalb des Hauses haben, aber auch innerhalb zwischen den Ressorts. Es ist nicht nur das BMUB beteiligt, sondern es sind noch 7 andere Ressorts auch beteiligt. Die Verbände sind beteiligt. Ein großer Abwägungsprozess, und genau darauf wird es hinauslaufen. Auch die Frage, wie kann man die Belange, die grünen Belange ja im Grunde genommen stärken, ne, dass es wegkommt von einem Soft-Thema. Ja. Na, und da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man es irgendwie gesetzlich verankert, stärker, Stichwort Baugesetzbuch, aber das ist ein Prozess, den man abwarten muss. Aber weil Sie über das Geld eben gesprochen haben, wir haben das ja schon, wir haben ja die Städtebauförderungsmittel, und dort ist jetzt in allen Vereinbarungen, die mit den Ländern getroffen haben, Bund und Länder, ist die Förderung von Grün in der Stadt explizit angesprochen. Das heißt, der Rahmen ist insoweit gesetzt, dass die Kommunen in der Lage sind, das auch nach vorne zu bringen. Und ergänzend, wir haben das Thema nationale Projekte des Städtebaus, ist ja nochmal aufgestockt worden von 50 Millionen auf jetzt 150 Millionen. Und auch dort ist nicht nur das Thema, ich sag mal, Baukultur angesprochen, sondern auch Förderung von grüner Stadtentwicklung. Also es gibt ganz konkret die Möglichkeit, hier Geld in die Hand zu nehmen. Und das passiert auch schon, um das umzusetzen. Und es gibt durchaus schon ganz vernünftige Beispiele, die zeigen, dass man sinnvoll damit umgeht und auch grün ganz praktisch fördert. Denn in der Tat ist es so, es hängt natürlich am Geld. Und ich denke mal, der Bund tut da schon seinen Teil und hat das auch getan. Er macht nicht nur ein Buch, er macht nicht nur Vorschläge, sondern er gibt auch Geld dazu. Das ist schon so. Vielen Dank, Herr Herrmann. Herr Menke muss da jetzt unbedingt was zu sagen. Deswegen kommen Sie immer noch nicht dran. Aber nur ganz, sorry, ganz kurz. Das mache ich auch nur ganz kurz. Ich würde auch unbedingt und gerne sagen, dass ich es für gut und richtig halte, dass die Themen Umwelt, Naturschutz und Bau zusammenliegen, und zwar ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass die Urbanisierung als Tendenz fortschreiten wird. Je mehr Menschen in Städten leben, heißt natürlich auch, in Städten sind die Orte des Energieverbrauchs, sind die Orte, in denen wir Umweltthemen in Zukunft regeln wollen, wenn wir zum Beispiel die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz von Paris umsetzen wollen. Der Schlüssel liegt in den Städten. Zweiter Satz, es ist ja eben nicht nur, und das hat Herr Herrmann ja schon angedeutet, es sind nicht nur die 2 Themen in einem Ministerium, sondern schon das Grünbuch ist eine Kooperation von, ich glaube, 7 Ministerien. Ich möchte das zum Anlass nehmen und eine dringende Empfehlung, wenn ich eine Empfehlung an die Fraktion geben darf, abgeben, nämlich nicht nur beim Thema Grün in der Stadt, aber vor allem beim Thema Grün in die Stadt, ist Interdisziplinarität oder Kooperation notwendig. Das ist ein derartiges Querschnittsthema, dass alle Ressorts eigentlich betroffen sind. Die Frage, die sich dann mittellangfristig stellen könnte, wenn ich mir was wünschen darf, ist die, ob tatsächlich das Grün in der Stadt eine freiwillige Aufgabe bleiben muss oder ob man nicht Hebel findet, das wird eine Frage sein, die vielleicht auch im Weißbuchprozess diskutiert wird, ob man nicht einen Hebel findet, es zu einer Pflichtaufgabe zu machen. Dann wären manche Probleme kleiner. So, bitte sehr. Umgesetzt, die das war ja grüne Hauptstadt sogar. Wieder zurückgenommen. Ich glaube, es ist
schon ganz viel andiskutiert worden. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen aus der Praxis fragen. Sie haben es schon angesprochen, dass die Finanzmittel im Prinzip das Problem sind und dass wir da bei der Pflege von Stadtgrün eher mit zu wenig Finanzmitteln zu tun haben und statt eben halt mit genügend. Und was erforderlich ist, ist, dass man von einer Einheitspflanzung, die in den Bezirken, in den Kommunen stattfindet, wegkommen muss zu einer angepassten Pflanzung oder Begrünung der Parks und Grünflächen. Wie realistisch ist es aufgrund des Kostendruckes? Kann das Weißbuch nachher realistisch umgesetzt werden? Welche Mehrkosten fallen für die angepassten Pflanzen an? Vielleicht haben Sie da noch mal ein bisschen was für die Praxis, was wir mit auch in die Schläge nehmen können. Ich glaube, es muss einer da hinten. Ja, bitte, Herr Professor Ulrich. Ausschalten? Ja, jetzt klappt's. Zu den Zahlen kann ich natürlich relativ wenig sagen, muss ich gestehen. Das ist so eine Sache, die ist mal schwierig. Aber es gibt unterschiedliche Projekte, auch zum Teil, in die ich involviert bin, wo es eben darum geht, standortangepasste, extensiv in der Pflege Formen zu finden, Sortenmischungen zu finden. Wir arbeiten gerade an einem großen BMBF-Projekt, wo es um die Identifizierung von Pflanzen für die Stadt, für Extremhabitate geht. Weil, machen wir uns nichts vor, die Stadt ist ja per se schon mal ein für die Pflanze nicht so ganz glücklich geeigneter Standort. Ich versuche das meinen Studenten immer zu erklären, wenn ich ihnen sage, wenn wir über Gleisbettbegrünung sprechen, ne, es gibt nichts Schlimmeres, also könnte ich auf dem Mars leichter begrünen als auf so einem Gleisbett ohne. Und dass die Pflanzen da wirklich Wurzelraum haben, da fahren Züge drüber, da laufen Leute drüber, es wird nicht vernünftig gegossen und trotzdem soll die Pflanze da irgendwie stehen und auch noch eine Funktion haben, nämlich Lärm reduzieren, Staub filtern und all diese Faktoren. Ganz konkret, ich glaube, dass wir mit einigen von diesen Forschungsergebnissen, wenn sie denn vorliegen, tatsächlich in die Stadt gehen können und hat trotz des Kostendruckes. Aber das wird sich nicht für alles realisieren lassen. Da greife ich dann so ein bisschen auf das zurück, was Herr Menke eingangs sagte. Wir müssen dann einfach auch mal an die Politik zurückgeben und sagen, Mensch, ihr müsst das nicht nur unter diesem Kostendruck alles betrachten, sondern ihr müsst das unter dem Leistungs- oder unter diesem Erfolg, den wir damit erzielen können, sehen. Und das ist ganz schwer monetär greifbar. Die ökosystemaren Funktionen werden einfach unterschätzt ganz oft. Und diese neuen Funktionen, an denen wir jetzt arbeiten, auch oft eben in Kombination mit technischen Lösungen, zu denen gibt es eigentlich noch gar keine Zahlen. Vielen Dank, Professor Ulrich. Es ist wirklich in der Tat so, Politik wird ja mit Mehrheiten gemacht. Wir müssen da noch sehr, sehr viel drüber reden oder so, was für Lösungsmöglichkeiten es durch Grün gibt. Und dann muss man eben abwägen, was es letztendlich bringt. Der Volkmar Vogel hat sich gemeldet, das ist unser Baupolitiker und das können Sie dann vielleicht in der Frage oder in der Antwort gerade mit einbeziehen. Ja? Ja, und komme vom Lande, bin aber trotzdem sehr für Grün in der Stadt. Aber meine Frage geht dahin, öffentliches Grün ist ja der Horror eigentlich für jeden Stadtkämmerer. Und es wurde ja auch bereits auch an den Diskussionsbeiträgen angedeutet. Nun ist es ja so, wir werden ja demnächst auch die Kompensationsverordnung angehen. Und es ist ja die Frage, bei Flächeninanspruchnahmen ist auch immer die Frage, dass Ersatz und Ausgleich geschaffen werden muss. Gibt es Erfahrungen, Vorschläge, Hinweise, Untersuchungen, inwieweit man auch Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich durchführen kann? In Klammern Kostenfrage, die damit im Zusammenhang steht. Und diesbezüglich muss man natürlich auch darüber nachdenken, unsere Kleingartenanlagen, die zum einen wieder eine neue Renaissance erfahren, aber anderswo natürlich da vor sich hin darben. Ist es nicht auch unter bestimmten Voraussetzungen und damit auch wiederum Lösung der Kostenfrage ein guter Ansatz, wenn man, wir haben ja eine Flächenkonkurrenz, Mehrfachnutzung, auch mit in bestimmter Art und Weise die Nutzung durch die Stadtgärtner auch in diese Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen mit einbezieht und damit auch in gewisser Weise eine Finanzierung sichert. Nehme ich einen Vorwurf, damit er da auf seine Stadtgärtnerei da eingehen kann. Es ist ja bekannt, dass im Augenblick an der Baugesetznovelle gearbeitet wird und da ist das ein Thema. Auch innerhalb des Hauses des BMUB wird das diskutiert und das ist genau ein Punkt. Letztlich, der dahinter steckt, ist die Frage, wie hart macht man
die Dinge, was grüne Infrastruktur angeht, wie sehr geht man wirklich dahin, dass man sagt, es muss auch gesetzgeberisch irgendwo fix gemacht werden, sonst passiert nichts. Das ist genau die Frage. Mehr möchte ich jetzt an der Stelle nicht dazu sagen, weil die Diskussion innerhalb des Ministeriums noch nicht abgeschlossen ist. Aber das ist so der Stand, um den es letztlich da im Augenblick geht. Ja, aus Sicht der Stadt Gärtner kann ich nur sagen, das habe ich am Anfang schon gesagt, Zwischennutzungskonzept. Diese Gärten wollen aber im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln schlagen. Ja, und die Leute möchten den Garten irgendwie in ihrer direkten Umgebung haben. Die möchten dann nicht, wenn da hinten eine Brachfläche im nächsten Stadtteil frei wird, dann dorthin ziehen. Das ist das eine. Das zweite ist, uns klebt ganz oft noch so der Makel der Besatzung an. Ja, und doch, wenn man mit den, ich habe es auf eigener Erfahrung mit Gesprächen mit Grünflächenämtern, ich muss jetzt Ämter sagen, weil sonst würden sie gleich wissen, dass ich über Köln spreche, sagen, also da sind wir das rote Tuch, um in einen Stadtpark existierend oder neu integriert zu werden. Und da frage ich mich, warum? Wir haben es geschafft, Basketballplätze in auch teilweise historischen Parkanlagen zu schaffen. Wieso ist da nicht eine Ecke für einen Stadtgarten? Das muss irgendwie drin sein. Und ich glaube, auch bei der Kostenfrage, das wird ja auch öfter diskutiert, inwieweit dann auch, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen wollen, der da auch einfach mit anpacken kann. Also das heißt, einfach mal ein paar Räume aus unserer Sicht zurückgeben an die Bevölkerung da in dem Raum und die auch einfach mal machen lassen und gucken, was dabei rauskommt. Ich will noch mal was zu diesem Thema Kosten noch gerne versuchen zu sagen, obwohl ich mich da nicht jetzt in die Tiefe hineingehen kann und mich da auch nicht so gut auskenne. Was ich aber weiß, ist aus eigener Erfahrung, ist, dass man natürlich intelligente Konzepte entwickeln muss. Es gibt natürlich Vergleichszahlen, was die Pflege kommunaler Flächen angeht. Es gibt auch Projekte und Studien, die in die Zukunft blicken. Die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten hat jetzt gerade mit dem DBU zusammen eine Studie gemacht, wie entwickeln sich historische Anlagen, welche Pflegekosten kommen dort auch durch Klimawandel auf uns zu. Was ganz wichtig ist, dass wir richtig pflegen, dass wir versuchen, optimiert zu pflegen. Das ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir auch an Haushalts- und finanziellen Dingen denken. Und dazu brauchen wir erstens die richtigen Technologien, aber wir brauchen auch qualifiziertes Personal. Also ich glaube, dabei ist es nicht zu vergessen, auch in Ausbildung und in Fortbildung zu investieren. Dabei ist es, glaube ich, gleich, ob Grünanlagenpflege im öffentlichen Raum über Regiebetriebe erfolgt oder auch durch Vergaben in die freie Wirtschaft hinein. Wir haben damit als Einzelanlage, die wir so halbkommunal sind, als Stiftung sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir die Kernanlage im Regiebetrieb pflegen, aber die Spezialaufgaben, wie zum Beispiel die große Baumpflege, die an Spezialfirmen vergeben. Und dadurch kommt, wenn man den Mix, glaube ich, richtig wählt und die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Fachleute an Bord hat, dann kann man natürlich versuchen, Pflegekosten optimiert zu halten und trotzdem einen guten Pflegezustand erreichen. Das ist, glaube ich, das, was wir anstreben sollten. Professor Ulrich. Ja, ich möchte vielleicht zwei Punkte zum Schluss nochmal erwähnen. Das eine, ich möchte auf Ihre Frage nach den innerstädtischen Kompensationsflächen ganz kurz eingehen. Zwischennutzungskonzepte eignen sich da sicherlich nur sehr bedingt, weil es eben Zwischennutzungskonzepte sind. Und wir müssen ja bei Kompensationsflächen, ich sag mal, Zeiträume von 25 Jahren bedenken. Alles andere macht gar keinen Sinn. Gerade wenn ich an ökosystemare Funktionen, die ja da erfüllt werden sollen, denke. Klassischerweise funktioniert das ja dann so, dass man einfach aufs Land ausweicht. Gerade hier in Berlin ist das natürlich dann so, dass man sagt, wir haben hier gar nicht die großen Flächen, wo wir es noch kompensieren können. Also gehen wir aufs Land und da wird dann auch in die Landwirtschaft gegangen und man nimmt produktive Flächen heraus. Das kann und sollte nicht das Ziel sein. Also muss man da vielleicht mit neuen Konzepten herangehen. Es gibt so jetzt erste Gedanken, wie man Kompensationsflächen in der Landwirtschaft praktisch etablieren kann, die ohne die Produktion komplett einzustellen, sondern sie vielleicht etwas zu ändern, etwas angepasster das Ganze anzugehen. Und ich glaube, das sind so Ansätze, wo man mit Flexibilität tatsächlich ein bisschen was erreichen kann. Aber die Alternative sonst in der Stadt wäre, neue Flächen zu erschließen. Da bleibt uns eigentlich nur die Gedanken an die Dächer. Da gibt es ja Faktoren, mit denen das berechnet wird. Das reicht aber nicht aus, sage ich mal, für die Sachen, die wir tatsächlich vorhaben und brauchen. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, weil es auch ganz viel um Bäume geht. Wir beschäftigen uns selbst sehr viel mit Bäumen.
Und das ist ja so, dass ich sag mal, erstmal als Einzelgrün das sichtbarste Grün. Ne? Und ich habe meinen Arbeitsplatz im schönen Dahlem. Wir haben ganz viele schöne Platanen vor dem Gebäude. Und gerade dort ist lockere Randbebauung jetzt hier in Berlin entstanden. Die ist alles andere als locker, aber die Leute haben dort investiert, eben weil sie da die Platanen haben, weil sie gesagt haben, da gegenüber ist noch ein bisschen Universität mit Landwirtschaft und Gartenbau. Ist für uns auch ein Ärgernis, weil die Leute da natürlich immer durch Versuchsflächen stromern. Aber worauf ich hinaus möchte ist, für all diese Sachen brauchen wir eben den Forschungspart. Und es gibt, wenn ich an Bäume denke, es gibt nur noch zwei Universitäten in ganz Deutschland, die sich mit dem Baumschulwesen beschäftigen. Das ist eine Professur in Hannover. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon ausgelaufen ist, ob die Kollegin schon in Ruhestand gegangen ist oder nicht, aber es sieht nicht so aus, als würde das nachbesetzt. Und das Baumschulwesen an der Humboldt-Universität ist professoral nicht mehr besetzt. Das ist praktisch an mein Fachgebiet angegliedert worden. Und ich habe jetzt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter auf einer halben Stelle. Das ist der letzte Mensch, der sich mit dem Baumschulwesen an einer deutschen Universität beschäftigt. Fachhochschulen haben wir noch einige, die das machen, weil man da den angewandten Charakter sieht, aber viele von diesen, ich sage mal, wirklichen Lösungsansätzen, die wir brauchen, bedürfen tatsächlich grundlagenorientiertere Forschung. Das kann nur an den Universitäten funktionieren und ich glaube, da muss die Politik auch mal drauf achten. Wir haben den Gartenbau, ja, der ja oft dahinter steckt, den haben wir so lange geschröpft, bundesweit, dass uns das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ganze Bereiche weggebrochen sind. Als ich 2003 an der Humboldt-Universität angefangen habe, damals hieß meine Professur noch urbaner Gartenbau, ja, da habe ich gleich, ich sag mal, nach 4 Wochen gehört, ich müsste einen Vortrag halten. Die ganze Einrichtung wird, also der ganze Bereich, der ganze Fachbereich soll geschlossen werden. Es gibt ein Gutachten vom Wissenschaftsrat, ja, der hat gesagt, ihr seid einfach zu wenig. Die haben uns so lange nach dem Altersprinzip, ja, die Professuren gestrichen, dass man gesagt hat, jetzt seid ihr zu wenig. Also waren moderne Ideen gesucht, wie können wir das Ganze ja doch noch mit Leben erfüllen. Es gibt so ein langsames Umdenken, München macht wieder ein bisschen was, ja, aber Hannover ist noch schwer unter Beschuss, Bonn ist ganz schwierig. Also da müssen wir wirklich dran denken, dass wir da den Wissenschaftsbereich nicht abwickeln. Langes Statement, aber das war mir noch wichtig. Vielen Dank, Professor Ulrich. Jetzt hat der Herr Menke, dem überlasse ich jetzt einfach das Schlusswort, aber er darf es nur auf den Punkt bringen. Wir werden nämlich schon aufgefordert, Schluss zu machen. Aber lassen Sie mich noch einen Zuruf dann machen, weil für die Vorlage. Also ich komme eben, wie gesagt, aus dem Mittelstand und mich ärgert immer diese Diskussion um die Rekommunalisierung und diese Gartenbaubetriebe sind teilweise pleite gegangen durch die Rekommunalisierung, weil eben das da einfach wesentlich günstiger gemacht werden kann oder zumindest kein Level Playing Field existiert und ich glaube, da müssen wir dann auch darauf hinweisen, dass man diese Sachen auch leben lässt. Ne? So, jetzt Herr Menke, bringen Sie es auf den Punkt und dann machen wir Schluss. Das ist natürlich vielen Dank für das Vertrauen, dass ich auf den Punkt bringen darf. Aber ich möchte, ohne das zusammenfassen zu wollen, nochmal sagen, dass nach meiner Einschätzung oder unserer Einschätzung es entscheidend darauf ankommen wird, dass wir eine Lösung finden, wie man von EU, national, Land zu Kommune eine sinnvolle und ich denke auch neue Aufgaben und Finanzierungsverteilung hinkriegt. Das Stichwort, das hier mehrfach gefallen ist, grüne Infrastruktur, wird auf europäischer Ebene hoch gehandelt. Es wird in Deutschland immer mehr und immer öfter auch als wesentlich für die Lebensqualität in der Zukunft gehandelt. Und nochmal, wenn man das dann runterbricht bis auf die Ebene, in der es tatsächlich umgesetzt wird, wir können uns ja die schönsten Sachen ausdenken auf nationaler Ebene, in den Kommunen wird das öffentliche Grün gepflegt und angelegt. Da braucht es Hilfen. Da hat der Bund einiges getan in den letzten Jahren. Es ist erheblich die Förderung ausgedehnt worden. Herr Herrmann hat vorhin mehrfach darauf angesprochen. Das ist auch absolut zu begrüßen und ganz wunderbar. Ich glaube, ganz viele Kommunen hängen da tatsächlich auch von ab, in dem, was sie noch erhalten können. Die Lösung kann aber, glaube ich, als Steuerzahler gesprochen, nicht darin liegen, dass wir immer weiter die Förderung ausbauen, sondern wir müssen tatsächlich auf Lösungen kommen, wie es uns gelingt, die Kommunen zu stärken und neue Kooperationsformen vor Ort hinkriegen, die sowohl die Öffentlichkeit als auch die lokale Wirtschaft in Aufgaben
hinzuziehen, die man vielleicht bisher als öffentliche Aufgaben verstanden hat. Darüber ließe sich ein eigener Kongress veranstalten. Das will ich an dieser Stelle nicht tun. Ich möchte noch mal sagen, das Grünbuch halte ich für einen ganz wesentlichen Meilenstein und ich erwarte und hoffe sehr darauf, dass das Weißbuch den nächsten Schritt tun wird. Und dann sind wir immer noch nicht am Ende, aber wir sind in einem Prozess, glaube ich, auf einem sehr guten Wege. Vielen Dank, Herr Menke. Ich schließe das jetzt. Eine Moderatorin sagt immer, bleiben Sie uns gewogen, dann mache ich das mal so ähnlich. Bleiben Sie dem Thema gewogen, damit wir perspektivisch da Mehrheiten bekommen. Vielen Dank. Darf ich Ihnen die geben? Ja, sehr gut. Danke. Bitte?